Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Boa. Anaconda. Marihuana. Was? So. Fortfahren. Fahren. Wir fahren ja kein Ford, wir fahren einmal Volvo. Zeit zu gehen. Was? Warum habe ich wieder Auflieger-Schaden? Ich habe doch gerade erst geladen. Dann lass mich mal in Ruhe. Das ist ja hier schon fast, wie nennt man das? Keine Ahnung. Das ist, was die Polizei, also was man bei der Polizei, wenn die einem wenn irgendwas schikaniert, obwohl man gar nichts gemacht hat. Heißt glaube ich sogar Schikane, ne? Keine Ahnung. Digga, ich war einfach mal viel zu schnell, danke dafür. Obwohl, let's go. Was die Autos können, können wir schon lange. Oh, und Nebel kommt auf. Wir raten einfach mal bis zur nächsten Raststätte, ne? Mal wieder unseren LKW ein bisschen fordern. Ach nee, ich muss nach links. Hä? Stopp. Wo muss ich denn jetzt lang? Die alte sagte, ich soll Ausfahrt rechts nehmen. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Aber die Schilder da oben? Da oben sagen, hier LKWs. Ach so, 7,5 Tonner. Verstehe, verstehe. Also wahrscheinlich bis 7,5 Tonner. Ich fahre mal hier lang. Guck mal, da ist gerade ein Parkplatz. Kann ich direkt, können wir ja direkt packen. Rauchen verboten? Oha. Aber mein LKW raucht doch die ganze Zeit. Das ist ein Verbrenner. So, wie komme ich jetzt auf die Parkfläche rauf? Ach da. Immer geradeaus. Aua. Mikrofon ausschlagen. Demnächst rechts abbiegen. Hab ich schon hier schon wieder alle. Wie? Was mache ich hier gerade? Ja, bin noch hinter der weiten Linie. Let's go. Geradeaus.
Ah, verdammt. Ich muss echt dahin. Aha. Yeah. Ja, das war schon geil. Da vorne ist wieder schönstes Wetter, aber Wetter regnet immer noch. Wer hätte es gedacht? Sonne und Wolken spielen halt überhaupt nicht das Wetter wieder. Ich meine, ich bitte euch, guckt euch das an. Sind das die Geringwolken? Ist doch gar nichts. Bald bleibt die Sonne nicht halt wie nix, weißt du? Okay, lass uns eine neue Route finden. Why? Was haben wir schon wieder falsch gemacht? Oh, warum darf ich nur 30 fahren? Wollt ihr mich verarschen? Aber jetzt habe ich 80 fahren in der Kurve, na klar. Leute, versucht doch mal nachzudenken. Hier langfletzen. Der Schwarze hätte in dem Regen niemals die Kurve gekriegt. Ich wäre auch locker bis nach Japan geflogen. Darstellen.
Wow. Digga, es ist so hell und der Himmel, guckt euch den Himmel an. Wie kann es jetzt noch regnen? Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, ich schalte den Regen bald ab. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Also jetzt. Seitdem sie das Wettersystem überarbeitet haben und die Wolken und so, sieht alles echt geil aus. Aber der Regen ist einfach nur noch kaputt. So, der Regen macht überhaupt keinen Sinn mehr. Guckt mal an, wie blau der Himmel ist, überall, ja, wie blau der Himmel überall ist und es regnet immer noch. So ist völlig losgelöst von der Realität. Also, wo kommt der Regen her? Hat der ein Lag und kommt verzögert, obwohl die Wolken schon seit 3 Stunden weg sind oder was? So Ping over 9000 oder was? Ist doch nicht wahr. Oder war es auch schon früher so und ist mir nur nie aufgefallen. Kommerzieller LKW-Verkehr ist in diesem Gebiet verboten. Oh, zum Hindernis. Hm. Na gut, zum Glück machen wir gerade eine Leerfahrt. Ich würde mir aber gerne mal die Meldung angucken, was da unten stand. Natürlich kann ich jetzt auch nicht wenden, weil der Pillar hinter mir ist. Leck mich doch. Vor allem hätte er es mir nicht sagen können vor der nächsten, bevor ich hätte wenden können. Oh stimmt, das hier ist gar kein LKW-Symbol. Ah. Ja, wie gesagt, wir sind ja hier privater Natur. Von daher. €120. Kaum ist man eine Privatperson, wird man ja abgezockt. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt.
Wie blau kann der noch werden, sag mal. So schönes Wetter. Und so ein Scheißregen. Ach, Mann, ey. Hot Girl. Achso, ich habe gerade Hot Girl gelesen. Ja. Man liest, was der Kopf lesen möchte. Das ist dann quasi das Girl mit Doppel-L, Schatz Doppel-D. If you know what I mean. Haben wir uns hier für eine Strecke rausgesucht? Ich meine, sieht geil aus und alles, ja, aber holy shit. Guckt euch das da mal an. Das ist ja verrückt. Was exakt muss ich jetzt hier fotografieren? Das Ding? Ah. Ja doch, das Ding muss ich fotografieren. Och, und dann ist das nicht mal gut aufgelöst. Ernsthaft, Leute? Mann. Wenn man schon Fotos machen soll, dann bitte wenigstens auch ordentlich Textur ordentlich aufgelöste Texturen nutzen. Das ist doch Bullshit. So, dann stelle ich mal mit dem LKW direkt davor, dass ich jetzt nicht den Textur nicht sehen muss. Gut, das sieht man gar nicht. Ach doch. Oh. Also Futter wohl schon lange nicht, noch nicht gehabt. Easy. Wie wär's mit nein? Ja, sag mal, ich Foto hier. Wie
Die Flaggen sehen total komisch aus. Also das, wie die sich bewegen, sieht total komisch aus. What the fuck? Nein, spring nicht! Nein! Spaß, kannst du springen. Nochmal ganz kurz gucken. Hier, wie ist das Ding? Großglockner. Aha. Macht mir mal gar nichts, aber gut. Weißt du was? Eigentlich können wir hier vielleicht pennen. Können wir denn hier pennen? Ah, da kommt mal. Ach komm. Pennen wir halt unten auf der Straße, das ist auch so ein Symbol. Wow! Voll krass fragen, wie hell sind bitte schon die Lichter in dem Haus? Aber der hat einfach nur die entsprechenden Texturen nicht geladen gehabt. Schätze ich mal. Eigentlich können wir deshalb gleich Folgenpause machen, weil ich weiß nicht, wo wir ansonsten hier eine gute Position dafür haben. Von daher. Machen wir jetzt einfach mal. Hier stehen wir schön. Machen wir jetzt einfach mal volle Pause. Von daher dann, bis zur nächsten Folge.